Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Meine zweite Chimondo-Box ist schon angekommen und ja, das ist dieses große Paket hier und sie ist diesmal auch richtig, richtig schwer. Und ich würde sagen, wir warten gar nicht lange und schauen gleich in die Box rein. So sieht das hier wieder aus. Okay, da ist gleich mal das Heft hier rausgeflogen. Das lege ich mir hier auf die Seite. Und dann machen wir die Box jetzt einmal auf. So sieht das hier innen jetzt aus. Und ich packe mal das ganze Kräuselpapier hier zur Seite. Und die Box ist randvoll mit, glaube ich, coolen Sachen. Ich sehe nämlich schon so ein paar Dinge. Also, fangen wir hier einmal an und zwar mit Pumpergesund, 7 flüssige Eiweiße für den perfekten Eischnee. Und das ist haltbar bis zum 22.01.2019, also da ist praktisch nur Eiweiß drin. Auch sehr interessant. Ja, dann haben wir hier wieder von Shape Republic 2 so, was ist denn heute los hier? Also, wir haben hier von Shape Republic wieder zwei so Probegrößen, glaube ich, sind das mit Tasty Timeout Beauty Slim Shake, Geschmack Wildbeere und einmal Coconut Kiss, der war ja auch schon in der letzten Box drin. Dann kommen hier einmal entgegen so Raw Pasta Spaghetti. Glutenfrei, nur 6 Kilokalorien. Das sind, glaube ich, diese. Was ist das? Genau, diese Cognac-Nudeln sind das. Sieht einmal so aus. Für die Nudeln passend dazu haben wir hier einmal eine Soja-Bolognese, was ich auch super finde, dass es Soja ist, also praktisch vegan sogar. Mit Hibiskusblüte. Schaut auch richtig, richtig schön aus. Also Design top, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, passt auf jeden Fall zu diesen Cognac-Nudeln. Ah, hier haben wir nochmal Proteinpasta, Low Carb, 43% Eiweiß und hier sind 50 Gramm drin. Also mal so eine kleine Portion praktisch zum Probieren. Von Red Bull haben wir hier einmal drin einen zuckerfreien Energy Drink. Ja, genau, also einfach mal so eine Red Bull Dose, auch interessant. Von TTSept haben wir hier drin einmal die Aromadusche. Die habe ich auch schon aufgebraucht. Die ist nämlich mit dem Timor-Pfeffer und die riecht so lecker. Und ich bin froh, dass die drin ist, weil die habe ich nämlich nicht mehr im Backup. Und ich fand die so toll und freue mich jetzt richtig drauf, dass sie wieder mit dabei ist. Dann habe ich sie mir zumindest nicht gekauft. Ja, wer mein Video zu den Duschgelen gesehen hat, ich verlinke es euch hier oben. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich habe nämlich eine Menge. Von Pure Active My Skin Anti-Blasen-Gel schützt vor Reibung mit Arganöl. Das sieht so aus. Auch sehr interessant. Finde ich richtig cool. Das ist im Endeffekt wirklich so ein, ja, so ein Gel, was man sich dann praktisch auf die Stellen schmiert, wo es zu Blasen kommen kann. Sehr interessant. Von Kalusan haben wir hier eine natürliche Fußcreme drin mit Erdmandelöl bei Hornhaut und Schunden. Auch gut. Dann haben wir hier von Medicom drin einmal Nobilin Magnesium direkt 400 Milligramm mit Orangengeschmack. Auch interessant. Den hatten wir auch schon mal in einer Barbara-Box. Und zwar ist das hier so ein Loki-Rucksack oder Turnbeutel praktisch. Ja,
Da stehen jetzt einfach so ein paar Wörter drauf, mehr oder weniger. Und den kann man mit bis zu 10 Kilo beladen, ist waschbar, wasserresistent. Ja, auf jeden Fall interessant und kann ich gut gebrauchen. Und hier haben wir nochmal, den hatte ich auch schon in einer Barbara-Box, den Keeper drin. Ne? Habe ich aber auch noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das war jetzt alles in der Box dabei und ich muss echt sagen, Wahnsinn, was hier in der Box drin ist. Und jetzt schauen wir mal, was hier so in dem Heftchen noch drin steht. Genau, hier sind wieder so ein paar Übungen mit dabei, die man machen kann und für die gut sind. Dann haben wir hier ein Rezept dabei für dieses Bumperl gesund, dieses flüssige Eiweiß, was man damit zum Beispiel machen kann. Dann stellen Sie hier einmal das Programm vor von Dominic Harrison. Das findet ihr auf Chimondo übrigens. Ja. Genau. Ja, das steht jetzt so im Heftchen drin und halt die Preise zu den Produkten, aber die blende ich euch ja wieder ein. Und ja, also ich muss sagen, die Box ist richtig cool. Freue ich mich echt am meisten drauf, weil da bin ich schon so oft im Geschäft vorbeigegangen und habe mir immer gedacht, so 3 Euro für so eine Packung, probiere ich das nicht. Aber jetzt probiere ich das definitiv und ich bin schon sehr gespannt, wie das so ist und ob mir das überhaupt schmeckt. Und ja, ich bin von der Box richtig begeistert. Also mir gefällt diese Box richtig gut, weil hier einfach so ein paar Produkte drin sind, die man noch nicht ausprobiert hat, die man noch nicht kennt. Und es ist auch mal eine Abwechslung zu den ganzen Beauty-Boxen, weil ich muss ehrlich sagen, es sammelt sich da schon einiges an und hier kann man viel verwerten, aufbrauchen, weitergeben, ausprobieren und ja, das freut mich gerade einfach mega. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr abonniert habt, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Hier unten ist der Abonnier-Button. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!